Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu RimWorld, willkommen zurück zu Finkwara. Noch ist es ein bisschen holprig, der Start mit 1.3. Das liegt aber auch daran, dass ich so ein bisschen organisatorisch das ja besser gestalten könnte. Da werden wir dann nochmal sehen, wie wir damit klarkommen. Aber erstmal schauen wir uns das hier nochmal an, wie wir damit so genau klarkommen. Dementsprechend, ja, gucken wir mal, wie es wird. Und zwar geht es ja jetzt auch so ein bisschen darum, also wirklich Fleisch haben wir jetzt auch nicht mehr. Wir werden natürlich auch ein paar Tiere jagen müssen. Ich fange mal so mit zwei Muffalos vielleicht mal an. Wobei hier ist ja auch noch ein Tier, was hier drin ist, aber da ist jetzt nicht viel Fleisch dran. Und ja, wir können auch jetzt auch mal ein bisschen schneller laufen lassen. Hier wird geforscht. Sind das diese tasmanischen Teufel, die diese Geräusche machen? Ich weiß es nicht so genau. So, hier wird schön Heu ausgelegt. Perfekt. Stroh, besser gesagt. Also welche Prio hat denn so die Feldarbeit eigentlich? Die kommt scheinbar nicht so richtig dran, ne? Hm. Interessant. Hier ist ja das Anbauen erlaubt. Okay, gucken wir mal weiter. Gelatine abgeschlossen. Ich nehme mal wieder so ein bisschen so kleinere Forschung. Übersinnliche Beruhigung. Eine weit entfernte Maschine des Glücks rührt sich. Sie projiziert über einen Orbitalverstärker ein übersinnliches Brummen an diesen Ort. Auf einer Frequenz, die scheinbar nur das weibliche Geschlecht erfasst. Die Stimmung einiger Kolonisten wird sich über die nächsten Tage deutlich verbessern. Sehr gut. So, Trommel ist schon mal eine drüben. Die Bäume werden gefällt, ja. Echt interessant, so ein bisschen. Wird ja nochmal abgerissen. So, wir werden jetzt auch gleich mal das Ritual beginnen. Liberale Fiesta. Okay. Starte liberale Fiesta. Raumeindruck. Ah, come on. So. Wir starten sie mal. Mhm. Okay. Hier wird richtig Party gemacht.
spaßiges Ritual, Fiesta, jo. Acht Stimmung. Ein Mittelalter-Sklave namens Navarro ist eingetroffen und möchte der Kolonie beitreten. Sie ist bereit, uns zu helfen, wird aber nicht freiwillig gehen, da sie behauptet, nirgendwo anders hinzukönnen. Du kannst sie zurückweisen und wegschicken. Deine Kolonisten werden sie jedoch daran stören, dass du jemanden in Not wegschickst. Akzeptieren. Wir gucken uns die mal an. Navarro. World Weary. Abstinenzlerin und ja, schauen wir mal, was wir mit der anfangen können. Ne? Wir gucken mal. Navarro, Feuerwehr, Yogisch, Patient, Bettruhe, Transport, Hilfsarbeit, Claro. Sie könnte natürlich auch Tierpflege machen. Aquaristik haben wir noch nicht. Kochen auch nicht. Dann gerne bauen. Also die Leute, die bauen, die sollen auch erstmal bauen. Danach Tierpflege, danach Bergbau und danach den restlichen Kram. Waldarbeit. Transport. Und wenn das alles nicht mehr sein muss, dann geht sie fischen. So. Sie zieht sich mal herbstlich an. Ruhe ist verboten. Soziale Drogen erlaubt. Dann gab es hier doch mal... Ja, hier. So. Hier müsste ich das kopieren können und einfügen. Wir brauchen aber auch dann, glaube ich, ein Bett, ne? Es gab einen Heiratsantrag anscheinend. Abgelehnt. Brody hat Beggar die lebenslange Treue geschont. Beggar lehnte ab. Okay. Übersinnliche Beruhigung. Frauen, jawohl. Dann. Ja, lassen wir erstmal weiterlaufen. Meteoritenschauer. Okay. Silbererz. Alles klar. Stahlreste. Gut. Ja, jetzt kommen wir mal zu dieser wichtigen Frage. Menino ist Arzt, also hier muss anscheinend echt Feldarbeit ganz oben stehen. Danach kommt erst der Rest. So, Feldarbeit. Dann hier auch. Danach kommt erst der Rest. Tierpflege macht er nicht. Bergbau, Waldarbeit, dann Handwerk natürlich auch, ja. Handwerk ist sogar, glaube ich, wichtiger als Feldarbeit. Dann machen wir das mal folgenderweise. So. Feldarbeiter. So, dann machen wir mal hier draus allem bauen, ja. Erstes Bauen, dann der Rest, dann Feldarbeit, hier ist keiner in der Feldarbeit, hier ist dann noch jemand in der Feldarbeit. Ja, muss erste Prio haben, ne? Aufsehen gar nicht, erste Prio, dann Tierpflege nehme ich hier mal raus, Waldarbeit. So, jetzt müsste das doch ein bisschen besser funktionieren. Bin ich mal gespannt. Echt, also das läuft hier sonst irgendwie nicht. Das läuft echt gerade nicht so. Ein bisschen ärgerlich. Und jetzt werden wir dann halt mal sehen, ob da mal das Bauen jetzt mal eine gewisse Prio hat am nächsten Tag. Ja. Trommelfest hatten wir jetzt auch schon.
Man kann jetzt auch mal so gucken, ob einige Leute jetzt nicht irgendwie bevorzugt tragen und reinigen oder ähnliches, ne? Ja, Quick Kochen ist wichtig. Hier ist die Tierpflege so ein bisschen mit drin. Aufsehen, Handwerk. Sehen, forschen, claro. Also hier ist Feldarbeit und Waldarbeit. Jo, schneidern. Ja, wir müssen echt mal laufen lassen weiter, ne? So. Lassen wir mal, bin ich mal gespannt, wie das beim nächsten Tag so wird. Wasser scheint ja momentan auszureichen. Wir haben Feuer. Welches gelöscht werden muss. Andere Feuer laufen hier auch gerade. Naja, die werde ich jetzt nicht alle löschen können. Es regnet ja jetzt, Gott sei Dank. Das wird so vieles, glaube ich, lösen. Das sind ja jetzt Beerberries, ne? Alles verbieten, kritisch, vegetarisch, Beerberries. Beerberries, kann ich das irgendwie so separat, hergestellt. Nee. Ja, auch nicht so. Medizinisch ist es auch nicht. Rohstoffe pflanzlich. Coffee Beans. Nope. Nope. Raw Fruits. Beerberries, genau. So, hier kommen mal Beerberries hin. Sollen auch mal hier neu montiert werden. Sind wir mal gespannt. Hier wird ja schon mal gearbeitet. Echt so einiges zu tun, ne? Alles verbieten, neu montieren. Kommt hier hin.
Alles verbieten. Neu montieren. Dann mal hier hin. Es gibt echt noch viel zu tun, deswegen so, jetzt würde ich Folgendes nochmal machen, und zwar offenes Abbild. Da brauche ich ja irgendwie so einen Kunsttisch, ne? Produktion. Da bräuchten wir mal so einen Kunsttisch. Boah, bis ich hier so reinkomme, Leute. Uiuiui. Künstlerhandwerk. Aus Holz würde ich das natürlich immer machen. Setze ich auch erstmal hier hin. Damit wir mal dieses Abbild bauen können. Was wir dann hier hinstellen können. Eines schweren Zusammenbruchs. Brody. Was hat Brody eigentlich? Bedürfnisse. Oh Gott, ey. Teil das mit jemandem. Ja. Oh, hier ist ja schon frei. Besitzer wählen. Navarro. Sie ist... Ja, Navarro soll hier mal pennen. In 30... Ja, machen wir mal an, ne? Ein. Ist ja aus, genau. Ich könnte hier ja auch schon mal... Okay, Heu ist verdorben. Darum muss ich mich auch nochmal kümmern. Forschungsmenü, Hauptforschung. Habe ich hier nochmal so kleinere Forschung. Millennium Furniture. Aquarium. Espresso-Maschine. Jo, machen wir. Und zwar, ist das denn hier schon Heimgebiet? Ja, ist schon Heimatgebiet. So. Wir konnten doch hier irgendwie das mal mit einem Bett verknüpfen, ne? Sehr schön. Dann gab es doch hier mal diese Farbgeschichte. Werbungstool. Färbegebäude. Wir nehmen mal das hier. So. Gefängnisausbruch. Okay, wie gehen wir hier jetzt vor? Alle hier hin? Fange Adams ein. Fange Makoko ein. Fange Birdie ein. Fange Kalom ein. So. Alle gefangen genommen. Sehr schön. Geburtstag.
Menino ist 62 geworden. Respekt, mein alter Freund. Ja, jetzt sieht man auch die Verletzung, ne? Dem fehlt ja quasi so ein Auge. Und dann sieht man das da auch gleich, ne? Also finde ich echt interessant. So. Gefühlt scheint es ein bisschen besser zu laufen, muss ich ehrlich sein. So. Was wollen wir denn noch anbauen? Wir haben hier jetzt Kaffee angebaut. Warum eigentlich? Weiß ich jetzt nicht. Können wir denn hier irgendwie... Gibt es hier so eine Espresso-Maschine oder was ist das hier? Brauerei. Sushi-Table. Interessant. Aufgaben. Make Coffee und Make Tea, ne? Da könnte ich doch eigentlich... Arzneischrank. Ich werde mal hier mal so eine Lagerstelle erstmal machen. Eine Zone. Hier kommt dann irgendwie alles verbieten. Drinks. Coffee. Also Kaffee mache ich immer so, dass wir vielleicht ja mal so, bis du X hast, immer so 10. Ja. Und Tee auch. Make Tea. Bis du hast 10. Dann bin ich mal gespannt. Details. Und Teelagerzone mache ich dann mal daneben. Zone. Hier kommt dann einfach nur Tee rein. Was für einen Tee machen wir hier jetzt? Make Tea. Earl Grey Tea, Lemon Tea? Tea. Alles verbieten. Tea. Also Earl Grey sehe ich hier jetzt so nicht. Wo das gemacht werden soll. Lassen wir nochmal laufen. Die Leute werden hier natürlich versorgt. Medizinischer Notfall, Kalon, was hat der? Blutverlust. Komm schon. Eieieiei. Echt knapp, knappe Geschichte. Extremer Blutverlust. Ja, okay, Heu verdirbt hier. Das ist echt ärgerlich. Echt ärgerlich. Ich werde hier mal Folgendes machen. Wie wollen wir das machen? Wir können hier natürlich, also Tierklappe. So. Und so machen wir das jetzt mal folgenderweise. Wir werden hier mal diese Schlafplätze entfernen. Oh Gott, ich komme hier gar nicht ran, ne?
abreißen. So. Und jetzt werde ich Folgendes machen. Ich werde hier mal eine Wand aus Holz. Claro. Hier auch. Dann kommt hier mal so eine Tierklappe aus Stoff rein. Hier auch. Wand aus Holz. Und hier entferne ich das mal hier. So, weiter geht's. Weil das Heu wird sonst nicht halten. Das hält nicht. So, medizinischer Notfall. Ballon. Blutverlust extrem, okay. Wolle kommt auch so langsam rein. Ja, immer noch turbulent, ihr Lieben, aber so langsam wird das, habe ich das Gefühl. Essen kommt rein. Wir müssen nochmal das Abbild bauen. Es wird jetzt so langsam mal wieder angebaut. Ich muss mir nochmal Gedanken machen, was wir weiterhin anbauen wollen. Das gucken wir nochmal in Ruhe an. Und ja, bis dahin läuft das ja an sich ganz gut, besser als jetzt am Anfang. Immer noch ein bisschen turbulent, aber das wird. Das wird. Bis jetzt haben wir es auch ganz gut hinbekommen. Ich muss mir mal mit den Forschungen so ein bisschen Gedanken machen, ob ich die nicht so ein bisschen sortiert kriege. Aber ja, lassen wir uns mal Zeit damit. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao. Euer Fadi.